Hey, Lust auf eine Pizza, aber keinen Bock, den Teig selber zu machen? Dann zeige ich dir eine sehr schnelle Alternative. Hol dir ein Fladenbrot und halbier es erstmal. Der Vorteil beim Fladenbrot ist, er ist wie Pizzateig. Der Unterschied ist, dass beim Fladenbrot nicht die Gärgase rausgerollt werden wie beim Pizzateig und deswegen bleibt er so fluffig. Und der Vorteil für uns nochmal, er ist fix und fertig zu kaufen. So haben wir schon den Teig für uns. Jetzt bestreichen wir ihn mit Pizzasauce. Dazu gibt es auch ein Video. Reichlich bestreichen. Dann kommt geraspelter Gouda oben drauf. Und hier haben wir schon die Optik einer Pizza und einige Pilze. Nicht zu klein schneiden. So, zweite noch. Und einige Scheiben braten. Und die legen wir oben auf die Pizza. Und dann zum Schluss noch ein bisschen Mozzarella. Und fertig ist sie. Jetzt bei 170 Grad, 20 Minuten im Ofen und guten Appetit.